Guten Morgen, da sind wir wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job, neue Tagesaufgabe. Tagesaufgabe kommt natürlich zuerst wieder gegen 3, 4 Uhr in dem Dreh. Aber in erster Linie erstmal danke für die schöne Schnapszahl da unten jetzt. Jetzt sind wir nämlich schon 444 Abonnenten, also ich kann immer nur wieder sagen, danke. Mehr kann ich da wirklich nicht zu sagen, weil ich hätte nie gedacht, dass das so schnell funktioniert, sage ich jetzt mal. Ich habe gedacht, ja, wenn ich jeden Tag einen Abonnent bekomme, wäre schon ganz nice, aber warten wir erstmal ab. So, auf jeden Fall danke für jeden Einzelnen. Wie ihr seht, unten ist schon die vierte Zahl schon wieder da. Und ihr wisst ja, die nächste Zahl wird bei 450 Abonnenten kommen, dann bei 460, 470 und so weiter. Drei Gewinner hatten wir bisher. Und falls du neu auf dem Kanal bist und willst wissen, wie das funktioniert, unten mit dem Passive Code einfach in die Videobeschreibung gehen. Da ist ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. So, da würde ich auch sagen, gehen wir direkt mal rein in den Shop. Da haben wir nämlich einen neuen Skin diesmal, nämlich die liebe Ruby. Oha. Oha. Ein nettes Weibstück. Das ist halt die nette Ruby. So, wo guckt ihr jetzt gerade hin? Ich weiß es. So, da ist natürlich das passende Rückenaccessoire. Das sieht recht nice aus, der Skin. Vor allem die Hose richtig an. Wenn ihr euch mal die Mädchen zurzeit anguckt, da sieht man keinen Bauchnabel. Ich weiß nicht warum. Selbst in Fortnite wird es so gezeigt. Weil man hat eine Hüfte, da ist eine Hose zu Ende. Nicht unterhalb der Brust, aber andere Geschichte. So, aber der Skin an sich ist eigentlich recht nice. So, falls ihr euch wundert, warum ich wieder so viel V-Bucks habe, das liegt daran, dass ich meine rote Ritterin wieder zurückgegeben habe, weil irgendwie catcht die mich doch nicht wirklich. Und dann müssen wir ein bisschen warten, dann haben wir wieder die nächsten Rückerstattungstickets. Ich weiß gar nicht, irgendwann kriegt man die auch wieder, oder? Ich glaube 30 Tage und dann kriegt man neue. Aber die rote Ritterin war ganz lustig, so nach dem Motto, ah, oh, endlich so einen epischen Skin, ach, legendären Skin, aber da habe ich mir auch einen anderen, ne. Nee. So besonders ist es genau nicht. So, weiter im Shop. Der passende Hängekleider zu ihr. Ja. Kann mal gucken, wie der aufgeht. Ah, der könnte auch viel Sichtfeld einnehmen. Müsste man in-game dann mal testen, aber. Dafür muss man ja kaufen. Also ich persönlich glaube, er wird zu groß sein. Also mich stören halt große Kleider. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich stören sie definitiv. So, dazu auf die Spitzhacke, Streifenschlitzer. Ah, normaler Ton. Ich weiß nicht mal, was es wirklich darstellen soll. Vor allem unten der Griff. Auch irgendwie ein bisschen komisch. So, das war das. Dann haben wir den Überholer wieder. Der Ninja. Aber den hatten wir ja gestern schon drin. Meine ich, oder? Nee. Hatten wir gestern schon drin? Ich bin jetzt gerade selber am Überlegen. Die weibliche Form gibt es da auch davon. Ah, dann das Motorrad als Gleiter. Also der klappt sich ja mal richtig geil auf, finde ich. Der dürfte auch eigentlich nicht groß sein. Also zum Spielen ist der eigentlich perfekt, weil der nicht groß ist. Du siehst halt immer noch, wenn du am Gleiten bist, immer noch die Gegner. So, dazu wieder dasselbe nochmal in Rot. Ja, Rot sieht natürlich noch. Das ist doch die. Ich traue mich da unten gar nicht mehr. Ah, da ist die weibliche Form. Ne, ich glaube, die hatten wir gestern. Gestern war wirklich die Ninja. Stimmt, gestern war mit den Verbänden da. Ne? Deshalb sah nämlich ziemlich ähnlich aus. Deshalb. Ja. Ist aber in meinen Augen immer noch nichts Besonderes. Obwohl es nicht schlecht ist, also da gefällt mir die männliche Variante, aber mit Helm deutlich besser. Aber ist nicht schlecht in meinen Augen. So, dann haben wir einen epischen Emote. Aha. Ist nicht schlecht, aber ist in meinen Augen nicht mehr wert als die anderen auch. Dann das Hüpflammer. Wert auch alles so ein Lama zu Hause? Gott, als Kind habe ich diese Hüpfbälle so geliebt. Es war tausendmal runtergeflogen. Man kennt die.
So, dann haben wir die Pfadfinderin drin. Ja, ich weiß. Dann macht lieber gar keinen Skin rein. Wenn ich so einen Skin dann sehe, dann denke ich, ja, da kann ich auch den Standard-Skin nehmen. Nee. Ja, Ranger genauso. Ich mag diese 0815 Skins einfach nicht. Das ist einfach nur andere Kleidung, ansonsten alles gleich. Also jetzt keine andere Kleidung in dem Sinne, sondern klar, ist immer so. Aber halt irgendwie, das wirkt so, die Hose hat nur eine andere Farbe. Wisst ihr, wie ich meine? Ist halt ganz komisch. Dann Tanzspagat. Ist auch nice in dem Sinne, aber ich halte von diesen ganzen Emotes nichts. Ich weiß nicht, die geben mir halt alle einfach nichts. Dann der Hängegleiter Papierflugzeug, den hatte selbst ich schon zweimal jetzt, glaube ich, drin. Vor allem, warum der drin ist, weiß ich auch nicht. Passt nämlich eigentlich zu keinem einzigen Skin, der gerade drin ist. So, dann würde ich sagen, ja, Herausforderung, wie ihr seht, immer noch nichts Neues. Gut, ich muss ja eine Tagesaufgabe noch von gestern fertig machen, aber das ist kein Problem. Das war ja das große Fail-Video, sage ich jetzt mal. 3 Kills gemacht. Schlechteste Leistung, glaube ich, seitdem ich Fortnite spiele. 3 Kills in Gruppenkeile. Also das war schon eieieiei. So, aber hier kommt halt einfach nichts Neues. Aber ich habe schon bei Stan, bei Standard Skill überall gesehen, heute könnte was passieren in der Welt. Also ich bleibe auf jeden Fall aufmerksam. Und wenn was ist, werde ich auch schon direkt da sein. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne viel Spaß noch. Wie gesagt, die nächste Tagesaufgabe kommt um 3. Vielleicht haben wir dann auch schon eine Event-Ankündigung. In dem Sinne sage ich mal, haut rein, gebt nicht so viel Geld aus. Bis dann.